Per, am Samstag erste Auswärtsspiel der Saison, erster Spieltag überhaupt. Wie groß ist die Vorfreude bei dir? Schon riesig. Also jetzt haben wir, glaube ich, knapp 5,5 Wochen, 6 Wochen Vorbereitung gehabt, gute Testspiele gehabt, aber natürlich jeder brennt darauf, dass es endlich losgeht. Ich glaube, es ist ein geiles Spiel für den Start. Heimspiel wäre natürlich noch besser gewesen, aber ich glaube, für ein Auswärtsspiel ist es schon eine super Kulisse und glaube, könnte ein guter Start werden. Was für ein Resümee würdest du über die Vorbereitung ziehen? Vor allem auch, was erkennst du in der Mannschaft? Was für ein Team seid ihr dieses Jahr? Ich glaube, wir sind sehr charakterstark. Ich glaube, das Gute ist, dass wir zumindest mal die großen Teile der Mannschaft sehr lange zusammen in der Vorbereitung waren. Im Trainingslager waren, glaube ich, fast alle Spieler dabei, die jetzt auch Teil des Kaders sind. Ich glaube, das könnte schon ein Pluspunkt sein, dass wir früh den Kader zusammen haben. Klar, man weiß nie, was passiert noch, aber zum jetzigen Stand. Und wir sind gut zusammengewachsen, wir haben gut gearbeitet und deswegen können wir, glaube ich, zuversichtlich sein. Beim letzten Testspiel gegen Frankfurt, da ist es nicht ganz so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Was für Schlüsse kann man trotzdem aus so einer Partie ziehen? Ja, also natürlich gibt es einige Punkte, wo man sagt, okay, das müssen wir noch verbessern, aber man weiß auch, nächste Woche ist Wettkampf, das ist nochmal ein anderer, vielleicht nochmal ein anderer Fokus, eine andere Spannung. Deswegen, wir haben jetzt nicht irgendwie die Köpfe hängen lassen und alles über den Haufen geschmissen, sondern wir wissen genau, was wir können und das werden wir dann auch nächste Woche zeigen. Es ist jetzt hier in Mannheim auch deine erste richtige Profistation. Würdest du sagen, es ist ein großer Unterschied von der U23 jetzt zu einem Verein auch mit älteren Spielern noch dazu? Klar, also in der U23 hast du ja, glaube ich, 3 oder 4 ältere Spieler. Hier sind es jetzt vielleicht ein paar mehr. Ich meine, wir sind trotzdem eine relativ junge Truppe, haben ja viele 25, 26-Jährige, würde ich jetzt mal sagen. Aber klar, es ist nochmal was anderes. Es ist eine Herrenmannschaft. Es ist auch eine erste Mannschaft, was auch ein Unterschied ist. Das heißt, hier in der Stadt, die Fans, du bist im Prinzip in der Mannschaft, die im Prinzip die Fans direkt unterstützen. Natürlich in der zweiten Mannschaft, die unterstützen die zweite Mannschaft auch, aber sie sind in allererster Linie für die erste Mannschaft da und das ist natürlich schon cool. Also würdest du auch sagen, es ist wichtig, dass 1500 Gästefans mit in München dabei sind? Auf jeden Fall. Also ich glaube, die Unterstützung werden wir brauchen. Wir freuen uns drauf. Es wird bestimmt eine geile Kulisse und dann hoffen wir, dass wir mit den Fans nach Spielende was feiern können. Was glaubst du, werden die Schlüssel zum Erfolg sein am Samstag? Ja, also ich glaube, was man auch jetzt in der letzten Saison gesehen hat, dass wir defensiv gut stehen müssen. Das haben wir jetzt auch viel erarbeitet, haben auch in der Vorbereitung, in den Testspielen das auch gezeigt, dass wir das können, dass wir nicht so anfällig sind. Aber natürlich müssen wir mutig auftreten, wir müssen uns zerreißen, wir müssen uns in die Zweikämpfe hauen, um dann eben auch was mitnehmen zu können. Zum Abschluss, du bist gut 1,5 Monate jetzt in Mannheim. Wie hast du dich eingelebt in der Stadt? Ja, super. Also ich wohne mit meiner Freundin und einem Hund. Wohnen wir hier. Ich hatte ja das Glück, dass ich relativ früh schon eine Wohnung suchen konnte. Das heißt, ich musste nicht irgendwie im Hotel wohnen. War jetzt auch schon öfter mal in der Stadt, mal in Heidelberg, so in rundherum. Und wir fühlen uns sehr, sehr wohl. Und ja. Dann wünschen wir dir ganz, ganz viel Erfolg, eine gute Trainingswoche noch. Und dann hoffentlich sehen wir uns nächste Woche wieder hier mit 3 Punkten im Gepäck. Vielen Dank.